Hallo und willkommen zurück hier zu einem neuen Teil von Uncharted 4, wo wir gerade hier eine Villa durchsuchen, in einer Art Flashback. Der Nate hat sich ja jetzt hier bei seinem Sturz im Dschungel irgendwie in die Vergangenheit verirrt. Und wir sind jetzt hier zusammen mit Sam. Ja, ich bin mir gar nicht ganz sicher, in der Villa ihrer Eltern, wo wir irgendwelche Notizbücher der Mutter suchen und alles Mögliche finden. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Man ist nie zu alt. Aber bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Wir finden alles Mögliche, Notizen und keine Ahnung Wow. was. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Ich Kunst. weiß nicht, das Haus sieht nicht mehr bewohnt aus, habe ich mir Die haben letztes hier Mal schon bestimmt gedacht. tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. So, hier haben wir noch was. Eine Rüstung. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Sorry. Ah, hier gibt es wieder eine Kein Kiste. Ich Schloss glaube, wir muss suchen irgendwie noch doch funktionieren? Notizbücher, oder? Wow, Lawrence von Arabien. Aber auch hier ist auch kein Notizbuch. So. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Sam meint, dass er in diesen Notizbüchern findet. Hat er das schon erzählt? Ich vergesse ja sowas immer, habe ich festgestellt. Habe ja sowieso hier alles Mögliche vergessen. Eine Turnierrüstung. Französisch. Aber die Jungs kennen sich anscheinend ganz gut aus hier, was solche Museumsstücke hier angeht, wo das überall herkommt und so. Aber irgendwie so richtig bewohnt kann das doch gar nicht sein hier. Kann sich ja kein Mensch umdrehen hier. Da haben wir eine Samurai. Samurai-Rüstung. Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Ich vermute mal, dass in diesen Notizen wahrscheinlich irgendwas zum Avery drin steht, damit das Ist Ganze das ein hier Brief? einen Was davon übrig Sinn ist? ergibt. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Das Geld brauchten sie ja nicht. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Also da wollte ein Peter K. wollte da irgendwas kaufen. Ah, Grammophon mache ich jetzt nicht an. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie. Da war auch noch was. Vielleicht finde ich hier irgendwelche Hinweise. Wow! Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Okay. Ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Okay, da wollte ich auch gerade hin, aber wenn der Sam voranläuft, dann gehe ich jetzt mal hinterher. Immer noch Kisten, Kisten, Kisten. Ming-Vasen. Ich war hier rein. Abgeschlossen. Verschlossen. Geheimnisvoll. Arms Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Jetzt gucken wir hier rein. Auch abgeschlossen. Ja. Lass mich raten, ich muss klettern. Komme ich hier irgendwie raus? Da irgendwie oben drüber. Oh, gut. Dann kletter ich mal irgendwo. Uah. Ach, Bringt nee. mir deine Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Ja, sorry. Ich habe mich wieder blöd angestellt. Der Lüftungsschacht, da oben. Was für ein Lüftungsschacht?
Okay. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Ich dachte, ich könnte da irgendwie an den... Du, was? Ich komme nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaffe ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Wie soll ich denn bitte da oben hinkommen? Da ist auch noch so ein Alarm, oder? Oder ist das nur ein Rauchmelder? Also, da bin ich schon mal da oben rum. Vielleicht kann ich hier hochklettern. Irgendwie hier so? Nicht? Jetzt komme ich nicht mal auf diese Couch da drauf. Was soll ich jetzt hier? Können wir? Wir rutschen das jetzt irgendwie. Oh, ups. Ein Fotoapparat. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Okay, da kann ich jetzt hier irgendwie schütteln oder was? Oder schütteln? Schütteln. Oh, nicht schlecht geworden. Ach, das wird sogar farbig. Cool. Gut. So, und jetzt? Hier oben. Nicht runterfallen. Ja, du rätst dich einfach. Oh Gott, und da steht auch noch was hier oben drauf. Das schmeiße ich doch jetzt sicher runter, oder? Ah. Ach nee, da muss ich oben drüber. Das blöde Viech hätte ich doch auch runterwerfen können. Aber wahrscheinlich ist das wieder wertvoll. Gut, dann klettern wir da mal hoch. Aber da ist ja so eine Alarmanlage. Da wäre ich jetzt irgendwie vorsichtig. Ja, ich glaube, ich muss da... Gehe ich mal lieber nicht hier hoch, sondern erst da drüben. Ach Gott, jetzt muss ich auch noch da durchkrabbeln. Da lang? Oder da hinten lang? Das sieht irgendwie besser aus. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ja. Runtergefallen. Oh, das sieht hier nach... Okay, bin drin. Irgendwelchem... Warte. Von hier ist sie auch verriegelt. Immer noch da ein Schlüssel ist. Ich gucke, ob ein Schlüssel ist. Irgendwie so. Da ist ein Schlüssel. Hab ihn. Medizinisches Gerät hier drin. Das gucke ich mir hier gleich an. Jetzt mache ich hier erst im Sem mal die Tür auf. Und? Was gefunden? Ich habe noch gar nicht gesucht. Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Ach so, ich konnte gar nicht angucken. Naja, gut. Kriegt die mit demselben Schlüssel auf? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Wow. Ah, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was das sieht nach Arbeitszimmer aus. Und hier gibt es auch wieder ein Notizbuch. Nein. Das ist nicht. Hier haben wir wieder eine Schachtel. Aber das kann doch überall sein. Das ist ja hier
Nein. Wikinger-Schätze. Nach was die alles geforscht haben. Ziemlich cool. So Archäologen als Eltern. War sicher wow. Spannend. Sam. Hast du da was? Jetzt haben wir offensichtlich die richtigen Notizbücher gefunden. Reichtümer des Paradieses? Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft. Mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Von Joseph Burns. Da war man auch schon mal genau. Und es gibt wieder Hinweise auf Averys Schatz. Letzte bekannte Sichtung. Madagaskar. Aha. Oh, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. War das? Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nimm die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Tut mir leid, Nathan. Wer ist das jetzt? Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Er hat euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Boah, alt und klapprig, aber sich dann noch eine Zigarette anzünden. Ja. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein. Schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja,
Parteien und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Hey. Hey. Die ist einfach so gestorben, oder was? Ach du meine Güte. Das auch noch. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Sam? Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Unglücklicher Zeitpunkt hier. Fenster, Fenster, komm! Ach, meine Güte. Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Verstanden. Oh mein Gott. Beeilung. Warte. Habe ich jetzt das Buch mitgenommen? Wahrscheinlich schon, oder? Irgendwo. Ach nee, das hat der Sam im Rucksack. Oh. Mist! Vorsicht! Ich hab noch nichts von drin gehört. Ja. Sam! Ich hab dich. Spring einfach! Ja, spring einfach! Du rätst dich jetzt. Oh. Schon wieder auf der Flucht vor der Polizei. Komm schon! Ich komme! Da hat jetzt die ganze Geschichte ihren Ursprung gehabt hier. Verdammt. Wohin? Wohin? Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Eingangstor, was für ein Eingangstor. Na? Hey, langsam. Okay. Nathan! Alles okay? Ihr da! Stehen bleiben! Lauf weg! Oh je, das gibt Ärger, das gibt Ärger. Hier werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener, ein Jugendlicher. Stehen bleiben, verdammt! Oh. Scheiße. Hände über den Kopf! Stopp da dann! Ich glaube, es wäre geschickter, wenn die sich übergeben, ergeben. Ergeben, sag ich schon, ergeben würden. Da sind sie! Lauf jetzt los, Nathan! Ihr macht doch alles nur noch schlimmer! Komm, los! Rufen Sie Verstärkung! Hab ich schon! Letzte Warnung! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Oh nee, die werden doch nicht schießen, oder? Ach, Mist! Ja, komm! Ich glaube, ich laufe immer im Kreis, oder? Nathan, hier drüben! Ja. Da, beim Gästehaus! Ich habe jetzt völlig die Orientierung verloren. Keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach dem Sam nach.
Knapp. Aber eigentlich haben wir ja gar nichts getan, oder? Die ist ja von alleine gestorben. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht. Was für eine Nacht. Die alte Frau. Hey. Jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären. Nathan? Vorhin in dieser Villa. Wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau? Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Warum glaubt es, Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt? Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Also hat der Sam uns da reingerissen, eigentlich in diese ganze Story. Wenn wir den Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Ja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber es war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Woher hat die Elena jetzt eigentlich gewusst, wo wir sind? Hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen. Ach, den Sally gibt's auch noch. Ah, genau.
Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst... Die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann es kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Gut, also jetzt gehen wir diesmal mit der Elena los und nicht mit dem Sam. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Oh, hier, so leitermäßig, oder? Ja, hier. Offensichtlich hat der Elena überhaupt nichts erzählt hier von seinem früheren Leben irgendwie. Gut, ich habe die... Ne? Ja, klettern wir mal hoch hier. Ich habe die ersten Teile noch nicht durchgespielt hier. Das heißt, ich habe den ersten Teil angefangen, aber so halb durch irgendwann. Mal, das ist auch schon länger her. Boah, geile Bäume hier. Aber da habe ich von der Story irgendwie noch nicht so viel mitbekommen. Wahrscheinlich könnte man auch da unten lang gehen. Aber wo ist jetzt das Auto? Ah, jetzt kann ich hier... Okay, gut, das war jetzt nix. Das war jetzt nix. Jetzt komme ich da auch nicht mehr hoch, oder? Super. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Yep. Henry Avery. 400 Millionen. 1200. 100 ist der mit Anlauf? Schau ich mal. Stopp. So, genau mit meinem... Oh Gott, muss ich da hoch? Wie komme ich denn da hin, bitteschön? Ja, ich weiß, dass ich da hoch muss, aber... Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Was meinst du? Wo lang? Ja, sehen wir uns um. Ich könnte da an dem... Wups, Dings hier... hochklettern. Vielleicht. Ah ja, hier so vielleicht. Nee. Kann ich hier nicht an diesen kleinen Dings da? Nee.
Also ich habe mal wieder eine Leiter, aber da komme ich nicht hoch, oder? Da kriege ich dich hoch. Achso, doch, sie kann ich da hoch. Okay. Wow. Alles wieder bröckel und bröselig. Meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Da oben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Ja. Genau, wir werfen immer wieder so eine Kiste runter. Da sind doch irgendwie immer... Hey, ich habe hier was. Warte. Vorsicht, da unten. Genau. Kisten stehen ja hier im Urwald. Danke. Immer. Kann ich das jetzt. Und dann? Muss halt ziehen. Ja, und jetzt? Hallo? Oh Gott. Hallo. Was sind das für eine blöde Konstruktion hier? Na, ich ziehe jetzt hier mal die Kiste. So, Kiste mal hier hin. Da müsste ich doch dann da hochkommen, oder? Okay, so. Zumindest hier den. Okay, gut. Wow. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Super, Nate, so eine Frau zu verärgern. Idiot. Genau, Idiot. Und wie komme ich jetzt darüber? Wie komme ich jetzt hier rüber? Auch muss ich hier jetzt durch den... Ah, nee, oder? Hier vielleicht hoch? Ah ja. Los, wir sehen uns drüben. Oh, da ist noch ein Schatz da drüben. Dann holen wir uns doch noch den... Oh, nein. Oh Gott. Ich wollte doch nur den Schatz. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Alter, das ist toll. Ja, verstanden. Oh mein Gott. Jetzt hänge ich hier so. Kann ich hier nicht hochspringen irgendwie? Kann ich hier runter? Ah ja, okay. Oh mein Gott. Hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Was für ein Aufzug? Kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemand... Oh, wow. Funktioniert. Oh, da gibt's einen Aufzug. Mitten im Dschungel. Ein Aufzug. Oh, mal. Nach oben? Nächster Stock, Herrenbekleidung. Dass das Ding funktioniert. Irgendwie unglaublich. Ach, zu früh gefreut. Ach, da drüben komme ich hier irgendwo hin, oder? Hier so? Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Jetzt habe ich den Schatz da unten liegen lassen. Da komme ich. Oh Gott, da komme ich ja nie wieder hin. Komme ich hier hoch? Meine Güte. Oh je, oh je, oh je. Hey, hast du meine Kippe? Was? Ja, aber sie sind klatschnass.
sind ins Wasser gefallen. Wer zum Teufel ist? Oh, nein. Oh, Scheiße, es ist Ray. Hey, gut gemacht. Nichts dabei. Oh. Geht das schon wieder los? Wo kommen die denn jetzt her? Wo geht es zum Auto? Keine Ahnung. Weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Das ganze Ding wird von dem Wasserrad da unten betrieben. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. Du hättest sehen sollen, was er in Schottland gebaut hat. Ich meine, da war ein... Moment, du warst auch in Schottland? Ich meine, der letzte Ort, an dem Avery... Entspann dich. Ja, hier kann ich mal klettern vielleicht. Gut. Nee, ich quatsche jetzt nicht mit dir. Dann kann ich ja hier nicht klettern. Nate ist ein Mann, der kann nichts zwei Sachen gleichzeitig. Quatschen und klettern geht nicht. So. Hoch. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Uff. Oh mein Gott. Gut, ich spring mal darüber. Ich guck mal. Wahrscheinlich springe ich in den Tod. Nee. Passt. Sieh mal, Shoreline. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder. Ob Drake wohl bei ihr ist? Muss wohl. Ein paar der Männer haben noch ein Flugzeug gehört. Klingt nach einer Party. Bleibt wachsam, Leute. Okay, dann machen wir hier eine kleine Pause und werden uns in der nächsten Folge das Auto wieder organisieren. Und schauen mal, ob wir dann den guten Sam irgendwo finden. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!